So, weiter töten. Wir haben einen Magier. Ein Magier und einen Paladin, der keine Farben sehen kann. Und keinen Fußpuls hat. Wobei ich immer noch nicht weiß, was es ist. Nee. Kann nicht zurückgestupst werden und ist lesbisch. Und kann sich daran erinnern, wo Gegner sind auf der Karte. Ja. Angst vor Hühnchen. Nee, ich glaube, ich nehme trotzdem ihn hier. Das Schwarz-Weiß ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber kriegen wir schon hin. So, 3010. Erstmal würde ich gerne gucken, was für Sachen wir freischalten können. Hier war nämlich genau das hier. Oh, das ist einfach nur ein Upgrade von den Silver-Bracern und macht mehr Magie. Oh. Weiß ja nicht. Hast du noch was? Bring einen Gegner, um Mana zu bekommen. Dafür Sprinten nicht benutzen. Nee, Sprinten brauchen wir für ein, zwei Stellen. Das würde ich schon ganz gern behalten. Was machst du? Gegner sind einfacher, aber bringen weniger Rewards. Aber nee, mit der Rune kann niemand mithalten. Ernsthaft nicht. So, und du hast die Blutrune und könntest Gegner stärker machen. Ja, ist auch gut. Alles gut soweit. Bauen wir mal hier ein bisschen aus. Also, Shinobi. Der Shinobi. Das Bild sieht schon mal cool aus mit der schwarzen Rüstung. Ein super schneller, super tödlicher Krieger, der ein super Kopftuch trägt. Nee. Okay. Hält nicht besonders viel aus, aber macht sehr viel Schaden. Freigeschaltet wurde eine Crit-Chance-Erhöhung. Und Hegel. Wir müssen da nicht alles Gold bei Charon abgeben. Das ist auch praktisch. Aber 6% klingt jetzt nicht so viel. Machen wir mal weiter mit dem Ausbau der Burg. Also wir haben den Magier jetzt freigeschaltet, also den Archmage, der zwischen den Zaubern hin und her schalten kann. Hatte ich euch ja schon mal gesagt. Und da haben wir jetzt noch einen Miner. Den schalten wir auch gleich mal frei. Oh, ganz viel Neues. Trainiert in der Art des Geldmachens. Das klingt sehr gut. Wir können da den Knappen erhöhen für 10 Gold mehr als wir haben. Hier können wir den Miner aufstufen und hier können wir die Rate, in der er Gold bekommt, erhöhen. Oder gilt das für alle Charaktere und nicht nur für den Miner? Okay, das sollten wir sehr schnell erhöhen. Aber jetzt nehme ich erstmal Crit-Chance. Oh, für Crit-Chance habe ich einen Baum bekommen, was aber lieb. Und hier Crit-Damage ab. 25 Stufen davon gibt's. Okay. Ja, ich denke mal, wir haben sehr viel zu tun, bis wir das Schloss richtig aufgestuft haben. Also fangen wir an. Aber wir haben jetzt recht viele neue Möglichkeiten, um Geld zu sparen oder mehr Geld zu bekommen. Und ich denke, das sollten wir als nächstes auch aufstufen. Also entweder dieses Gold ab oder dieses weniger an Charon bezahlen. Es ist zwar nur 6%, aber wir sind jetzt schon beim 43. Leben. Ich will nicht wissen, wie viel Geld wir gespart hätten. Nein, und schon ist vorbei. Lauf, 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 lauf. Aber ja, ich will nicht wissen, wie viel Geld wir jetzt gespart hätten, hätten wir jedes Mal 6% gespart. Und wir kriegen viel zu viel Schaden. So, ganz ruhig, Kirugam. Eins nach dem anderen. Ja. Ja, das ist echt nicht gut irgendwie.
So, du kaputt. Du ausweichen. Du kaputt. Und sonst ist hier nichts mehr. Wir haben keinen Dreifachsprung mehr. Da muss ich mich immer wieder erinnern. Kein Dreifachsprung. Gute Idee. So, hops, hops. Aber für Notfall immer noch Dash. Und hier wollen wir nicht weitermachen. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt links und runter. Sind ganz viele Magier. Nein, nur einer. Dein Geist, der seinen Loot in die Staffel droppt? Nein. Oh, 100er Sack, sehr schön. So, jetzt schön nach und nach alle Gegner töten, um die Lebenspunkte zurückzubekommen, die wir gerade verballert haben. Und ja, verballert trifft's ganz gut, denn so viel Schaden hätte ich echt nicht nehmen müssen. Oh ja, erstes Leben für den Tag, das passt schon. Hops, hops, hops. Hier war sonst nichts. Das heißt, es bleibt nur noch... Warum wird die Truhe oben immer noch als geschlossen angezeigt? Also ja, sie ist geschlossen, aber wir können sie auch nicht mehr öffnen. Hätten sie ruhig ein anderes Symbol noch machen können. Oh. Gut, kaputt, kaputt, kaputt. Und ich sollte dran denken, dass ich viel Mana habe. Und Mana auch sehr schnell zurückbekommen kann. Also ruhig öfters zaubern. Warum kommen die Stacheln nicht raus? Das ist sehr komisch. Okay. Ja, sehr schön. Lebenspunkte erholen sich langsam. Gold ist auch bei 500, was nicht viel ist, aber ein guter Anfang. Ja, ich denke mal, ich bin jetzt wach genug. Zum Töten. So, was hast du gemacht? Du hast diesen komischen Extra-Gegenstand, den zweiten Slot, freigeschaltet. Was kriegen wir diesmal? Hyperions Ring. Also diese komische goldene Scheibe hat dafür gesorgt, dass wir bei Charon kein Gold lassen mussten. Aber was das Ding jetzt macht, müssen wir gucken. Oh, ist ganz schön groß. Nein. Hier bräuchten wir jetzt Dreifachsprung. Da. Oh, neuer Tagebucheintrag. Eintrag Nummer 8 sind wir schon. Von der Anzahl der Toten, die ich in diesen Hallen bisher passiert habe, zu schätzen, komme ich zu der folgenden Schlussfolgerung. Erstens, viele haben nicht genug Provisionen mitgenommen. Ich denke, sie sind am Hunger gestorben. Was ganz schön krass ist, weil es dauert einen Monat zu verhungern. Also je nachdem, wie viel Körperfett man hat. Ich selbst habe auch nicht mehr besonders viel und hoffe, mehr zu finden. Zweitens, viele haben nicht komplette Kleidung, was die kleidungstragenden Zombies erklären dürfte. Drittens, bisher hat es niemand so weit geschafft wie ich jetzt, denn ich habe schon lange keine Leiche mehr gesehen. Hört sich ja soweit ganz gut an. Oh, und warum drehst du dich in der letzten Sekunde um, du bist Ding? Ich war gerade auf so schönem Weg, meine Lebenspunkte wieder hochzubekommen. So, die Münzen kommen noch mit. Ah ja, endlich. Hier war der Boss, hier kriegen wir Lebenspunkte und Mana und Kisten. Kaching, 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 kaching. Nein, nein, nein. So, ist rechts der Wald? Nein. Kein Schaden nehmen ist das Ziel. Wie soll das denn gehen? Ja. Das verstehe ich nicht. Also ja, mit Dash kommt man ein bisschen schneller voran, aber nicht so schnell. Na gut, weiter. Hier schon wieder.
So. Endlich kaputte Viecher. Und Rüstung plus 2, sehr schön. Dafür sind wir auch fast tot. Was man nicht besonders gut sehen kann, wegen dem Schwarz-Weiß-Blick. Aber wir sind bei 40 Lebenspunkten. Das sind 1-2 Treffer. So. 55 Lebenspunkte. Das sind immer noch 1-2 Treffer. Oh. Ja, ich hasse diese grünen Dinge, auch wenn sie hier schwarz-weiß sind. Ja. Oh, unten ist ein Auge. Und noch ein Feuerspucker. So. Ah, eine Hähnchenkeule, sehr schön. Zwei Hähnchenkeulen. Besser geht's ja gar nicht. Okay, Gold ist immer noch schön, aber Hähnchenkeulen sind doch ziemlich wichtiger. Links. Okay, sieht ja einfach aus. Und mehr Gold. Rückweg ist genauso einfach. Nur nicht zu schnell gehen. Runter. Ja, stimmt, wir hatten schon lange keinen Doomwars mehr. Und die Gegner sind hier keine One-Hits. Also ja, ich will ja das Geld ausgeben für mehr Gold bekommen. Aber danach sollte auf der Prioritätenliste wirklich die Angriffskraft stehen. So, hier ist die Hölle. Und wir sollten hier nicht weitermachen. Wo geht's denn noch weiter? Einmal nach links, einmal nach oben, einmal nach rechts. Hops, hops, hops. Hier. Gut. Ah, gut. So. Aber ja, wir nähern uns langsam der 3000er Marke. Die hatte ich ja so halbwegs festgesetzt für... Au. Für die erste Etage leer machen. Mit erster Etage meine ich mir den Eingangsbereich. Für mich sind das irgendwie Etagen, ich weiß auch nicht. So, einmal nach oben, einmal nach links. Und dann können wir in den Wald, den wir bisher noch gar nicht gefunden haben. Also könnte es gut sein, dass der hier irgendwo ist. In den letzten Räumen. Oh. Und da unten ist doch mal wieder ein Doomwars, sehr schön. Dann gucken wir aber erstmal kurz hier oben. Zack, zack. Schön für die Gegner zum Töten. Das sind alles Lebenspunkte. Mana ist bei der Hälfte, aber regeneriert sich schneller als Lebenspunkte. Das passt schon. Zack, 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 zack. Oh. Ah, ich habe auf die Feuerbälle nicht geachtet. Das ist immer so frustrierend. Man hat es gerade geschafft, mühsam mit einzelnen Kills die Lebenspunkte wieder hochzubekommen. Dann wird man einmal getroffen und das alles wieder zunichte. Oh, Maya. Ein leerer Maya-Raum. Na gut. Eintrag Nummer 9. Die Tür zum Thronsaal macht mich irre. Hinter ihr liegt des Königs Rettung und mein Ziel. Aber steht in der Mitte des Foyers und mockt mich. Ich habe versucht, es zu drücken, es zu treten, es anzuschreien. Nichts funktioniert. Es gibt Bilder auf der Tür und eins von ihnen sieht aus wie ein Biest, das ich, dem ich ausgewichen bin, um tiefer in das Schloss zu kommen. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang? Ja, gibt es. Und unser Vorgänger, was mache ich hier? Ich will hier gar nicht hin. Wow. Also unser Vorgänger hat es schon mal nicht geschafft, die Bosse umzubringen. Was ja auch Sinn macht, weil die Bosse noch da waren. Auch wenn sie hätten respawnen können oder so. Aber ja, ich wollte eigentlich gar nicht ins Maya-Ding rein. Was? Raus hier.